Ich würde sagen, die Jugendlichen, die im Bezirk aufgewachsen sind, sollten auf die Landstraße stolz sein. Und ich lade auch alle ein, mitzuarbeiten für die Zukunft, für eine Landstraße, die klimagerecht vom Wohnungswesen her die Preise passen und so weiter, hier mitzutun, damit wir wirklich ein Top-Bezirk bleiben. Wir seit 10 Jahren überrascht wurden, wie vielfältig die Themen sind, mit denen sich Jugendliche beschäftigen und die für sie Gesundheit und Gesundsein bedeuten. Ja, weil dort schon Weichenstellungen stattfinden und man natürlich, wenn man jung ist, alles andere im Kopf hat, als wie seine Gesundheit im Moment und erst recht seine Gesundheit im Alter. Und trotzdem ist es wichtig, dieses Thema gelegentlich aufzurufen, weil es natürlich wirklich gescheit wäre, schon in diesem Alter zu lernen, wie man sich gescheit ernährt, welche Mechanismen der Körper in Wirklichkeit verbirgt, die dann oft erst später zutage treten. Und das schadet sicherlich nichts, wenn Jugendliche besser informiert sind über ihren eigenen Körper, wie der Körper reagiert und was man tun kann, dass es einem besser geht. Wir dadurch unsere Lebensqualität und Lebensjahre in Gesundheit steigern können.